Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde des Humanismus, es ist Wochenende, Samstagmorgen, 10 Uhr. Die Sonne war früh da, hat hereingelacht. Es gibt eine ganze Reihe von schönen Dingen, die man jetzt um diese Uhrzeit eigentlich auch tun könnte. Stellen wir uns das ruhig für einen Moment vor, in jedem Kopf etwas ganz anderes. Sie aber haben sich für eine ganz besonders schöne Sache entschieden. Sie nehmen teil heute an einer Tagung der Humanistischen Akademie Berlin-Brandenburg. Ja, im Namen auch des Präsidenten der Akademie, Frieder Otto Wolf, und des Direktors, Horst Groschok, darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zur Tagung Konfessionsfreie und Humanismus. Wir freuen uns, dass so viele da sind. Das Tagungsthema. Konfessionsfreie und Humanismus. Das reiht sich sicherlich nahtlos ein in die nun schon 17-jährige Historie der Forschungsarbeiten, der Tagungen, 3 bis 4 pro Jahr und Publikationen der Humanistischen Akademie. Gleichzeitig aber haben wir es auch, gleichzeitig haben wir es heute auch, und Sie wissen das vermutlich alle, mit einer ganz besonderen Tagung zu tun. Es wird die letzte sein, die Horst Groschok als geschäftsführender Direktor verantwortet. Wir werden ihn im Anschluss, circa gegen 15.30 Uhr, in seinen, also vermutlich stark Unruhestand verabschieden. Vorher aber, und das entspricht ganz, glaube ich, dem Wunsch und Wirken des scheidenden Direktors, soll einmal mehr die inhaltliche Analyse und Debatte im Vordergrund stehen. Dabei geht es sowohl um einen Rückblick, eine Art Bilanz, als auch um Zukunftsperspektiven. Wir haben namhafte, interessante Referenten und ein sehr gedrängtes Programm. Ich will deshalb nur in aller knappster Form zum Thema hinführen, um möglichst bald das Wort abzugeben. Konfessionsfreie und Humanismus, zwei Begriffe und eine Konjunktion. Erster Begriff, konfessionsfreie. Ja, die Zahlen sind bekannt und wir werden dort sicherlich gleich als erstes schon von Carsten Freak auf den neuesten Stand gebracht werden. Ein gutes Drittel der bundesrepublikanischen Bevölkerung gehört keiner der großen christlichen Konfessionen mehr an. Tendenz steigend, 36,6% war die letzte Zahl, die ich auf der Vorbildseite dort entnehmen konnte. Wer aber sind eigentlich diese Konfessionsfreien? Was sind ihre Lebenspräferenzen und Wertvorstellungen? Was denken und was glauben sie? Brauchen Sie, wünschen Sie bestimmte Formen politischer Organisation oder Interessenvertretung? Zweiter Begriff, Humanismus. Sehr kompliziert. Was ist gemeint, wenn hier von Humanismus die Rede ist? Humanismus als eine jahrhundertealte und vielgestaltige kulturelle Tradition, die sich in Europa und aber auch vielen anderen Gebieten der Erde bis in die heutige Zeit fortgeschrieben hat. In Bezug auf Europa, die griechisch-römische Antike, Renaissance-Humanismus, Aufklärung, Neuhumanismus, ja vielleicht sogar dritter Humanismus, bis hinein in unsere Gegenwart einer umkämpften Globalisierung allgemeiner und unveräußerlicher Menschenrechte. Oder ist eher eine politisch-organisatorische Linie in Deutschland gemeint, die beginnt mit der bürgerlichen 1848er Revolution und befördert durch freie religiöse und freidenkerische Organisationen sowie Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie zu einer kontinuierlichen Konfessionsbefreiung und Säkularisierung des öffentlichen Lebens geführt hat? Oder bezieht man sich mit dem Term Humanismus schlichtweg auf den organisierten Humanismus? Oder aber meint man humanistische Einstellungen in der Bevölkerung, eine Art Volks- oder vielleicht besser Bevölkerungshumanismus? Meint man das alles zusammen, nur Teile davon oder vielleicht doch noch etwas ganz anderes? Forschungsfragen über Forschungsfragen. Und schließlich noch die Konjunktion. Und was für eine Art, also konfessionsfreie und Beziehung. Entschuldigung, konfessionsfreie und Humanismus. Um was für eine Art von Beziehung handelt es sich bei dieser Beziehung eigentlich? Je nachdem, wie man diese beiden Begriffe inhaltlich bestimmt, dürfte sie verbindende Konjunktion auch ganz unterschiedlichen Sinn haben. Ja, soviel als kurze, knappe Hinführung zu unserem Thema.